Hallo Leute, hier ist Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, meinem Unboxing, sowie meinem ersten Eindruck vom neuen Nokia 8.3 5G, dem neuen James Bond 007 Smartphone. Genauso wie der neue James Bond Film erst Ende März 2021 in die Kinos kommen wird, also aufgrund von Corona Verspätungen hat, hat auch das Nokia 8.3 5G etwas Verspätung, denn das wurde schon so im Zeitraum Februar-März 2020 vorgestellt und kommt jetzt gut ein halbes Jahr später zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 549 Euro auf den Markt. Was dieses neue Smartphone von Nokia kann, vielleicht aber auch nicht so kann, beziehungsweise was ich nicht so gut finden werde, das seht ihr in den nächsten Minuten meines Videos. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Und damit bin ich auch schon im Büro, um das Nokia 8.3 5G auszupacken. Und das, was ihr hier seht, ist natürlich nicht die Verpackung des eigentlichen Smartphones, sondern ein sogenanntes Influencer-Paket, um euch auch andere Sachen dieses Smartphones bzw. das, was das Smartphone verkörpern soll, etwas näher zu bringen. Aufgeklappt und ganz im Stil eines James Bond Koffers finden wir erstmal das Nokia 8.3. Wir haben ein paar Earbuds dabei, ein paar Kinotickets für den Film, der irgendwie erst, ich glaube, Ende März 2021 in die Kinos kommen wird. Und auf der rechten Seite auch in James Bond Manier verschiedene andere Karten, unter anderem hinsichtlich des Designs. Unter anderem steht dort, inspiriert von den Nordlichtern der Arktis, schimmert das Nokia 8.3 5G in der Farbe Polarnacht, und das ist auch genau die einzige Farbe, die eben hier beim Nokia 8.3 verfügbar ist. Dann gibt es eine Kooperation mit Zeiss, allerdings nicht hinsichtlich der Optiken, sondern verschiedener Filter. Wir haben Android dabei, in diesem Fall Android One, und wir haben auch eine 5G-Fähigkeit. Ich finde, die Aufmachung ist wirklich schön, aber wie gesagt, das, was ihr bekommt, wenn ihr das Gerät kaufen solltet, ist natürlich nur diese eine Verpackung eben mit dem Smartphone. Von daher nehmen wir auch die große zur Seite und schauen uns an, was das Nokia 8.3 kann. Das wurde bereits vor einigen Monaten, und ich glaube, das war auch Februar oder März 2020 vorgestellt. Das heißt, bis zum letztendlichen Release-Zeitpunkt, und ich habe auch mal auf YouTube geschaut, ob es irgendwie Videos zu diesem Gerät gibt, hat es über ein halbes Jahr gedauert. Das ist schon wirklich relativ lang. Auf der Vorderseite haben wir erstmal das Produkt an sich. Durch diesen Mechanismus kann ich es herausschieben und wir haben hier das Smartphone. Das lege ich nochmals kurz zur Seite. Wir haben ein Netzteil dabei und ich glaube auch, das wird nicht die Verkaufsverpackung sein, denn so wie die Sachen hier drin liegen, sieht das auch eher aus, als wenn das eben für ja, YouTuber, Influencer oder whatever gedacht ist. SIM-Kartentool ist dabei. Wir haben hier natürlich das Ladekabel mit USB-A auf USB-C. Jetzt ist es fokussiert. Wir haben hier ein Netzteil dabei, auf der einen Seite mit dem USB-A-Anschluss, und dieses Netzteil hat eine Ausgangsleistung von 18 Watt, ist also fast charging fähig. Das heißt, der 4500 mAh starke Akku, der hier im Nokia 8.3 verbaut wurde, ich denke mal so innerhalb von 90 bis 110 Minuten dürfte der aufgeladen sein. Dann haben wir noch ein paar Ohrstecker dabei. Und wo ich auch gerade hier dieses 3,5 mm oder diesen 3,5 mm Klinkenstecker sehe, fällt mir ein, dass ich in den Spezifikationen gelesen habe, dass man über oder in Verbindung mit diesem Headset und natürlich auch 3,5 mm Klinke Radio, also FM-Radio, auf dem Gerät hören kann. Das ist etwas, was ich irgendwie so schon seit 5 Jahren in Handys oder Smartphones vermisse bzw. nicht mehr gesehen habe. Muss allerdings auch sagen, hier diese Kopfhörer im Open Fit Design machen nicht wirklich einen wertigen Eindruck. Also da gibt es definitiv bessere, auch für diesen Preisbereich. Gehen wir damit zum Smartphone an und für sich über. Ihr seht auf der Vorderseite, natürlich läuft das mit Android, in diesem Falle Android 10, ist allerdings auch für Android 11 schon vorbereitet. Das heißt, in einigen Wochen wird sehr wahrscheinlich auch Android 11 hier auf dem Nokia 8.3 ausgerollt werden, und das Ganze läuft mit Android One, das heißt einer sehr clean Oberfläche mit 2 Jahren garantierten System-Updates oder Updates wie zum Beispiel Android 11 und Android 12 und ich glaube 3 Jahre System-Updates hinsichtlich Sicherheitspatches. Das heißt, eine Update-Garantie zumindest auf die nächsten 3 Jahre ist bei diesem Gerät gegeben. Ich packe es mal aus und wir schauen uns das Teil an.
Erster Eindruck, es ist wirklich groß. Rückseite, das ist die sogenannte Farbe Polarnacht und auch die einzige Farbe, die hier beim Nokia 8.3 zum Einsatz kommt. Preis 579 Euro für die kleine Variante, das heißt mit 6 GB Arbeitsspeicher, 64 GB intern und 649 Euro für die große, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB intern. Und der interne Speicher kann dann zusätzlich nochmals durch eine MicroSD-Karte erweitert werden. Das Gehäuse besteht aus Vollglas, das heißt, wir haben Glas auf der Rückseite, Glas natürlich auf der Vorderseite und mit 227 Gramm ist es nicht wirklich leicht. Also das wiegt genauso viel wie zum Beispiel ein Apple iPhone 12 Pro Max. Das heißt, es ist schon relativ groß, denn wir haben unter anderem auch hier ein 6,81 Zoll Full HD Pure Display auf IPS-Basis dabei. Das heißt, richtig klein ist es tatsächlich nicht. Und jetzt muss ich mal schauen, wo man das Gerät einschaltet. Auf der linken Seite gibt es eine Taste. Auf der rechten Seite gibt es eine Taste oder vielmehr zwei Tasten und das müsste auch der Ein- und Ausschalter sein. Das heißt, hier auf der rechten Seite im Rahmen habe ich zum einen den Ein- und Ausschalter plus einen Fingerabdrucksensor integriert. Wir haben hier eine Lautstärkewippe und auf der linken Seite eine dedizierte Taste. Und ja, laut Beschreibung, die ich eben abgezogen habe, ist das die Taste eben für den Google Assistant. Das heißt, eine dedizierte Taste für den Google Assistant. Das ist das Display 6,81 Zoll Full HD Plus, 20:9 Seitenverhältnis und nur 60 Hertz. Was man sehr gut sehen kann, Rahmen oben links und auch rechts gehen meiner Meinung nach in Ordnung, unten allerdings wirklich sehr, sehr groß. Das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. 24 Megapixel Frontkamera im oberen Bereich, angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon 765G, bedeutet natürlich auch 5G-Fähigkeit. Wir haben dann noch WLAN AC dabei, NFC, Bluetooth 5.0, LTE und 5G. Fingerabdrucksensor habe ich gesagt im Rahmen. Dual-SIM und Single-SIM-Varianten sind hier verfügbar. Das heißt, je nachdem, wo man vielleicht das Gerät kauft, kann man entweder eine Dual-SIM-Variante kaufen oder auch eine Single-SIM-Variante. Und wir haben auf der Unterseite einen Monolautsprecher. Dort haben wir auch den USB-C 2.0-Anschluss, Lautsprecher, Mikrofon für Telefonie und auch ein Alleinstellungsmerkmal, mittlerweile zumindest eine 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschließen von Kopfhörern. Entweder die mitgelieferten, die meiner Meinung nach aber nicht so hochwertig sind, oder eben Ersatzkopfhörer. Auf der linken Seite der Button für Google Assistant. Im oberen Bereich ein zweites Mikrofon für Telefonie und der SIM-Slot sitzt auch ungewohnterweise oben rechts im Rahmen. Sieht man auch nur noch sehr, sehr selten bzw. fast gar nicht mehr. Was können wir zur Kamera sagen auf der Rückseite? Ihr habt das eben gesehen, als ich diesen, ich nenne es mal James-Bond-Koffer aufgemacht habe, wurde von Zeiss gesprochen. Wir haben hier keine Zeiss-Optiken dabei und Zeiss war auch nicht wirklich verantwortlich dafür, dass eben hier besondere, ich nenne es mal Videostabilisierung oder Fotoeffekte dazu kamen. Zeiss war lediglich dabei, um zum Beispiel Filter zu entwickeln oder anzuwenden im Foto- und auch im Videobereich. Das ist im Grunde genommen die Kooperation, die Nokia hier mit Zeiss eingegangen ist. Ansonsten Vierfachkamera, 64 Megapixel Weitwinkel, wird auch als Actioncam bezeichnet. Das heißt, sie soll eine gute Stabilisierung besitzen, wobei es keine optische Stabilisierung gibt. Wir haben eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera, 2 Megapixel Tiefensensor, um Informationen zu sammeln, um ein besseres Bokeh zu erschaffen und eine 2-Megapixel-Makro-Kamera, wobei ich auch hier sagen muss, Makro, ich mag das nicht wirklich bei diesen Smartphones. Für mich eine Kamera oder ein Modul, was mehr Sein als Schein hat. Von daher bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir haben keine Wireless-Charging-Möglichkeit, das heißt, das funktioniert hier leider auch nicht. Und wo es bereits jetzt, bevor ich es tatsächlich nutze, sehr limitiert ist, muss ich sagen, ist zum einen natürlich erstmal in der Tatsache, dass wir nur ein 60-Hertz-Display haben. Also das können Smartphones momentan schon ab 300 Euro, dass sie eine höhere Bildwiederholrate haben. Wir haben ein sehr großes Display. Wir haben ein recht schweres Gerät mit 227 Gramm. Wir haben einen sehr breiten Rahmen unten. Gut, wir haben den Qualcomm Snapdragon 765, das muss kein Nachteil sein. Ich gehe eher davon aus, dass der auch hier sehr gut performen wird mit Android One. Wir haben kein Wireless Charging dabei, dafür aber einen recht großen Akku mit 4500 mAh. Keine Stereo-Lautsprecher dabei
Und ich muss auch sagen, das habe ich eben erst gerade gesagt, dass auf der Rückseite diese Vierfachkamera in bestimmten Bereichen sehr wahrscheinlich Abstriche hinnehmen muss. Damit bin ich auch schon am Ende meines Unboxings und auch ersten Eindrucks zum Nokia 8.3 5G, dem James Bond Smartphone, zu einem Film, der leider erst nächstes Jahr in die Kinos kommen wird, und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao. Keine Stereo-Lautsprecher dabei. Und ich muss auch sagen, das habe ich eben erst gerade gesagt, dass auf der Rückseite diese Vierfachkamera in bestimmten Bereichen sehr wahrscheinlich Abstriche hinnehmen muss. Damit bin ich auch schon am Ende meines Unboxings und auch ersten Eindrucks zum Nokia 8.3 5G, dem James Bond Smartphone, zu einem Film, der leider erst nächstes Jahr in die Kinos kommen wird, und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.